Moin, liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppy und das ist der Feedflash für heute unterteilt in 4 Videos. Die Themen: Das sind die 15 Titanfall-Maps, Millionen steuern Pokémon auf Twitch, Google will Passwörter mit Tönen tauschen und Response-Message an Titanfall-Hater. Los geht's mit Titanfall Maps. Manchmal bringen uns Hacker auch sinnvolle Dinge. Sachen, die wir wirklich brauchen. Wie zum Beispiel die 15 Maps von Titanfall. Aktuell kann man in der Beta nur 2 genießen. Wenn das Game im März rauskommt, hat man sofort Zugriff auf 15. Sie heißen Airbase, Angel City, Boneyard Colony, Corporate Fracture, Lagoon, Nexus, O2, Outpost 207, Overlock, Relic, Rise, Smuggler's Cove, Training Ground. Mitbekommen? Airbase, Angel City, Boneyard Colony, Corporate Fracture, Lagoon, Nexus, O2, Outpost 207, Overlook, Relic, Rise, Smuggler's Cove, Training Ground. Die Informationen steckten wohl schon im Code der Beta. Liegt wohl daran, dass die Beta eigentlich mehr als Demo anzusehen ist. Das Game wirkt schon sehr fertig. Wir können uns also auf viele Städte, Industrie, aber auch auf grüne Landschaften und Gebirge freuen. Sogar Indoor-Maps wie Rise. Wer übrigens immer noch an der Qualität von Titanfall zweifelt, den interessiert vielleicht später die Nachricht von den Entwicklern. Als letzter Feedflash heute.